Und ihr habt dafür gesorgt, dass der Tabellenführer der Oberliga Westfalen die höchste Auswärtsniederlage erlitten hat. Gut, woher? Komm weiter! Sonntag im Derby wollen wir weiter ungeschlagen bleiben. Und dafür brauchen wir euch. Zieht euer verdammtes Trikot an. Seid laut. Peitscht uns nach vorne. Seid unser 12. Mann. Wenn man euch im November und Dezember sieht, und vergleicht das mit einer Performance seit der Vorbereitung, seit Januar und Februar. Das ist ein sehr, sehr positiver Unterschied. Der Beweis dafür, dass es dann irgendwie auch ein positiver Unterschied ist, das sind immer Ergebnisse, weil wir halt gerade sehr konstant Punkte einsammeln. Das Ziel für die Rückrunde war klar, auch für die Mannschaft. Es ging erstmal darum, Punkte gegen den Abstieg zu sammeln. Ich erzähle euch eine Geschichte. Es gab mal eine Mannschaft. Du kamst aus diesem Flow nicht raus. Und damals war es eine etablierte Mannschaft. Ungeschlagen in der Rückrunde, 17 Punkte, unter den Top 5 der Oberliga. Jetzt sind wir dabei, unsere eigene zu schreiben. Jetzt müssen wir da sein, mit der gleichen Disziplin, mit der gleichen Leidenschaft, wie ihr dieses Ergebnis jetzt gerade erarbeitet habt. Gerade in der zweiten Halbzeit in Giebenbeck habe ich für mich gemerkt, da ist vielleicht mehr drin. Und dann explosiv in diesen Zweikampf rein. Du schießt 13 Tore in 2 Spielen, schlägst den Tabellenführer und verlierst im Jahr 2024 kein Spiel. Dass wir zu diesem Zeitpunkt unsere Ziele neu formulieren und an einen Kurswechsel denken, ist klar. Aber der hat schon längst stattgefunden.